Und auf geht's auf die sündige Meile. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir begrüßen euch aus Hamburg. Wir sind hier am alten Elbtunnel und wollen eine neue Attraktion Hamburgs besuchen. Genau, den sogenannten grünen Bunker. Da nehmen wir euch jetzt mit hin und auf dem Weg dahin zeigen wir euch noch die ein oder andere Schönheit Hamburgs. Ganz genau. Hier geht es jetzt zum Personenaufzug und zum Treppenhaus. Aber wir werden den Lastenfahrstuhl nehmen mit unseren Fahrrädern. So, jetzt geht's los. Jetzt sind wir im alten Elbtunnel. Frisch ist das hier unten. Einmal unter der Elbe durch. Und da schauen wir mal, der nächste Fahrstuhl wartet wohl schon auf uns. Und schon geht die Tür wieder auf. So, jetzt sind wir durch den alten Elbtunnel gefahren und kommen jetzt hier zur Aussichtsplattform und schauen rüber auf die Landungsbrücke. Und von dieser Seite hat man jetzt diesen Ausblick auf Hamburg. Und dort drüben sieht man den Ausgang des alten Elbtunnels. Dort hinten sieht man jetzt einen der Hamburger Wohnmobilstellplätze. Und da fahren wir jetzt mit dorthin. Rein in den Fahrstuhl. Und schon geht's wieder raus. Und jetzt kommen wir hier zum Wohnmobilparkplatz Strand Pauli. Hier habt ihr jetzt einmal den Blick auf den Wohnmobilparkplatz Strand Pauli. Er liegt direkt an der Elbe, aber auch direkt an der Straße. Der Parkplatz ist gebührenpflichtig. Er kostet für Wohnmobile von Montag bis Donnerstag 12,50 Euro und von Freitag bis Sonntag 19,50 Euro. Und wie man sieht, es sind noch einzelne Plätze frei. Dafür steht man hier aber auch gerne ein bisschen enger beieinander. Und jetzt fahren wir noch ein Stück weiter in Richtung Fischmarkt, denn auch dort gibt es noch einen Wohnmobilparkplatz. Das hier ist jetzt der Wohnmobilparkplatz am Fischmarkt. Auch sehr gut besucht.
So, und für uns geht's jetzt auf die Reeperbahn. Und auf geht's auf die sündige Meile. Auf jeden Fall ein herrlicher Radstreifen. Und ein Lamborghini. An dieser Ampel, gleich auf der rechten Seite, die berühmt-berüchtigte Davidwache. Und wir fahren jetzt auf die tanzenden Türme zu. Jetzt verlassen wir die Reeperbahn schon wieder und fahren zum Heiligen Geistfeld. Dort findet dreimal im Jahr der sogenannte Dom statt. Das ist so eine Art Volksfest, Kirmes, Jahrmarkt. Und der befindet sich gerade im Aufbau. Und hier hat man jetzt den Blick zum grünen Bunker, wo wir hinwollen. Man sieht von hier aus aber schon unendlich viele Menschen. Es gibt dort eine Zutrittsbeschränkung auf 900 Personen zeitgleich. Wir schauen mal, ob wir da jetzt gleich hochkommen. Und der Blick auf den grünen Bunker. Jetzt haben wir die Fahrräder abgestellt und nun versuchen wir mal unser Glück. Okay, hier hätten wir jetzt fürs Fahrrad auch noch einen Parkplatz bekommen. Wir haben es geschafft. Also Metallflaschen müssen draußen bleiben. Wir sind drin. Wir haben es geschafft. Wir haben das Drehkreuz passiert. Genau. Allerdings mussten wir unsere Metallflasche hier lassen, aber es macht auch nichts. Genau. Vielleicht ist sie ja nachher noch da. Ganz genau. Und jetzt geht's die Stufen hoch. Normalerweise kann man hier auch mit dem Wohnmobil parken, aber während der Domzeit und während des Aufbaus ist der Parkplatz gesperrt. Und hier durch sieht man jetzt das Millantor-Stadion und hier vorne den Trainingsplatz des FC St. Pauli. Die Stufen führen jetzt immer außen am Bunker hinauf. Und hier sieht man jetzt den Hamburger Fernsehturm. Eine wunderbare Aussicht. Jetzt sind wir fast oben und jetzt hat man hier den Blick auf die 5 aufgesetzten Stockwerke. Unglaublich. Das ist jetzt die ehemalige obere Fläche des Bunkers und auf diese Fläche wurden Stockwerke aufgesetzt. Und wer noch ein Andenken braucht, der findet das mit Sicherheit hier im Rockshop. Was hier noch entstanden ist, ist ein Hotel und noch ein weiteres Restaurant. Zudem gibt es hier diverse Schautafeln über diesen Bunker, über die Nutzung des Bunkers nach dem Zweiten Weltkrieg. Und neben guter Aussicht gibt es hier oben jetzt auch noch ein neues Café. Und wir gehen jetzt noch ein Stück weiter hoch.
Ein paar Stufen höher erwartet uns jetzt hier der grüne Garten. Unglaublich, geht noch höher. Und der Blick aufs Millantor-Stadion. Erste Bundesliga. Der Domaufbau. Im Hintergrund der Michel und die Elfen. Der Blick ins Millantor-Stadion wird immer besser. Es ist einfach unglaublich hier. Als wäre man in einem Park. Und es geht immer noch höher. Nein. Jetzt erreicht mir hier oben die Spitze des Bunkers. Dieser Ausflug hierauf hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, also wer nach Hamburg kommt, der sollte auf jeden Fall hier einmal auf den Bunker rauf. Es kostet nichts, es sind ein paar Stufen. Wer keine Lust auf Stufen hat, kann auch den Fahrstuhl nehmen. Und man hat einen rundherum Blick auf Hamburg. Ganz genau. Wahnsinn. Wunderschön. Und jetzt geht's die Stufen wieder runter. Fast wieder unten. Da unten kann man auch noch unsere Trinkflaschen sehen. Noch sind sie da. Und dort sieht man das Bismarck-Denkmal links vom Riesenrad. Und schon geht's wieder raus. Ja, da oben waren wir jetzt gerade. Und was sollen wir sagen? Es ist wirklich ein Besuch wert. Jetzt passieren wir die Hamburger Gerichte. Wir fahren jetzt in die Innenstadt. Und jetzt sind wir in Hamburgs Nobelmeile, Neuer Wall. Und wir biegen jetzt hier rechts ab zum Rathaus. Radfahrerfrei, aber es ist hier gut besucht.
ist jetzt auch der Elberadweg ausgeschildert. 400 Meter. Siehst du den Himmel? Und jetzt fahren wir einmal durchs Portugiesenviertel. Jetzt sind wir zurück am alten Elbtunnel. Das war jetzt unser kurzes, schnelles Video aus Hamburg. Ganz genau. Das Unwetter war schneller als wir. Es regnet bereits. Daher ist das Video leider etwas kürzer. Wir dachten, wir können euch ein bisschen mehr zeigen. Aber das Entscheidende, der Bunker. Genau. Also der ist absolut sehenswert. Also wenn ihr in Hamburg seid, den grünen Bunker müsst ihr euch unbedingt angucken. Auf jeden Fall, lohnt sich. Ja, so, und wir sehen jetzt mal zu, dass wir schnell reinkommen. Also bis dann. Bis dann. Tschüss.